Ebenso wie der Wunsch, die Zeit zu messen, die technische wie die künstlerische Vorstellungskraft beflügelte. Moses teilt die Schöpfungsgeschichte in eine Woche, in 7 Tage ein. Der Tag gilt als wichtigstes Zeitmaß. Der Rhythmus von Tag und Nacht bestimmt das Leben von Mensch, Tier und Pflanze. Er entsteht durch die Drehung der Erde um ihre eigene Achse. Der Planet Erde umkreist in einem Jahr, in 365 Tagen, den Fixstern Sonne. Jeder Ort hat zum Sonnenstand gesehen eine andere Tageszeit, seine Ortszeit. Schließlich teilen die Mondphasen das Jahr in 12 Monate ein. 12 ist die magische Zahl. Die hölzerne Räderuhr lehnt sich im Schwarzwald an die schon bekannt gewesene eiserne Räderuhr an, deren Anfänge im 13. Jahrhundert vermutet werden. Die Entwicklungsgeschichte der heute bedeutenden Uhrenindustrie im Schwarzwald wurzelt in der speziellen Landschaft und der Eigenart ihrer Menschen. Uhrengeschichte, sagt Professor Richard Mühe, der Direktor des Deutschen Uhrenmuseums in Furtwangen, ist nicht nur Technologiegeschichte, sondern zugleich auch Kultur- und Sozialgeschichte. Im Deutschen Uhrenmuseum in Furtwangen entstanden auch die Aufnahmen der Uhren für diesen Film. Diese hölzerne Kapellenuhr mit Metallspindelrad, Kurzpendel, dem hintereinander angeordneten Geh- und Schlagwerk, treiben noch die typischen Steingewichte an. Sie liefern die Kraft. Das Zifferblatt besitzt einen Viertelstundenring, der innerhalb des Stundenringes seinen Platz fand. Die Uhr stammt aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, der beginnenden Hochblüte des Schwarzwälder Uhrenbaus. Wie aber waren die Anfänge? Hier im Gebiet der Rauen Herberge bei Furtwangen vermutet man heute die ersten Uhrmacher im Hochschwarzwald. Ein zuverlässiger Chronist nennt die Gebrüder Kreuz auf dem Glashof bei Waldau, welche die ersten Waaguhren aus Holz um 1660 bauten. Erst danach gewinnt das Uhrengewerbe hier an Bedeutung. Das Herstellungsgebiet reicht im Norden des Schwarzwaldes von Neustadt bis nach St. Georgen im Süden. Die Produktionsperiode von 1670 bis 1720 blieb ohne Wirkung, denn um 1700 geriet diese Landschaft in Kriegswirren. Die ersten hier gebauten Holzuhren zeigen nur die Stunden an, mit einem Zeiger. Früh setzt auch die volkstümliche Bemalung der Schilder ein. Aus den Quellen geht hervor, dass anfangs Glasproduktion und Uhrmacherei in enger Verbindung stehen. An die ehemaligen Glashütten erinnern nur noch die Ortsnamen, wie beispielsweise der Glashof. Glas, ob Glocken oder Gewichte, begleitet die Schwarzwälder Uhr bis ins vorige Jahrhundert, wie bei dieser Wanduhr mit einem hinter Glas gemalten Zifferblatt. Bei dieser Uhr läutet ein Mönch die kleine Metallglocke zur vollen Stunde. Sie setzte verschiedene Klöppel ein, um so das Glockenspiel zum Klingen zu bringen. 1760 baut sie der Uhrmacher Johann Werle. Leider fehlt das Schild. Später treten an die Stelle der zerbrechlichen Glasglöckchen die Metallglocken. Ein neuer Beruf entsteht in dieser Landschaft, der Glockengießer. Dazu kommen die Schildermaler und Schnitzer, die religiöse Motive liebten.
Heiligenfiguren schmücken die frühen Schwarzwälder Uhren und sprechen von der Religiosität der einfachen Menschen hier oben. Sie weisen aber auch auf den Einfluss des nahegelegenen Klosters St. Peter hin. Die von Abt Wilhelm Hirsau ursprünglich in Weilheim an der Teck gegründete Benediktinerabtei verlegte Berthold II. Von Zähringen im Jahr 1093 in ein Tal am Rande des Gebirges. 50 Jahre später erhielt der erste Steinbau seine Weihe. Hier befindet sich auch die Grablege der Zähringer. 1724 erfolgte der letzte Neubau. Bis zur Aufhebung des Klosters 1805 stand es unter österreichischem Schutz. Der Einfluss der gebildeten Benediktinermönche auf den Uhrenbau geht durch die Jahrhunderte und bleibt von großer Bedeutung für diese Gegend. Diese astronomische Uhr zum Beispiel zählt zu den ersten ihrer Art, die im Schwarzwald gebaut werden, und entsteht 1740 im Kloster St. Peter. Die astronomische Uhr besitzt 5 Zifferblätter und eine Mondscheibe. Besonders prächtig gemalt die paustbäckigen Windengel, sie bekrönen die Uhr. Die Stellung der Mondphase zeigt die Mondscheibe an. Das Zifferblatt für den Tagesregenten ablesbar an den Symbolen der Tagesplaneten. Die Tierkreiszeichen für den Monat stehen daneben. Die reich bemalte Frontplatte wird später typisch für die Schwarzwalduhr. Auch der Tageskalender weist eine schöne Verzierung auf. So wird die volle Stunde angezeigt. Dies das Zifferblatt für die Viertelstunden. Die Mönche von St. Peter befassten sich intensiv mit der Astronomie. Später entstanden hier sogar astronomische Weltzeituhren. Die ersten von den Waldbewohnern gemachten Uhren waren sehr einfach. Von ihnen gibt es keine Exemplare mehr. Deshalb wählen wir als Beispiel diese Nachbildung, um den Uhrenbau um 1700 zu beleuchten. In dieser Zeit kommt ein kleines Zifferblatt hinzu, das die Viertelstunden anzeigt. Das Stundenzifferblatt hat nur einen Zeiger. Auch hier das Schild reich geschmückt. Die Spindel besitzt einen Waagbalken mit versetzbaren Metallgewichten. Darunter liegt das Steigrad, das seine Kraft auf ein Zwischenrad überträgt. Dieses wiederum treibt das große Rad an, das den Stundenzeiger bewegt. Bei den Uhren mit Holzwerk kommt den Schwarzwaldbauern ihre Fähigkeit, Holz zu behandeln, zugute. Im weiteren Verlauf der Entwicklung wird die Waaguhr abgelöst durch eine Uhr mit Kurzpendel. Geh- und Schlagwerk fertigte man noch aus Holz und ordnete sie nebeneinander an. Hier ein Zifferblatt mit dem vorgesetzten Kurzpendel, auch Kuhschwanzpendel genannt. Erst das Langpendel prägte entscheidend die Geschichte der Uhr. Galilei entdeckte ausgangs des 16. Jahrhunderts, dass die Dauer einer Pendelschwingung unabhängig von der Größe des Ausschlags ist. Das Langpendel treibt die Genauigkeit der Zeitmessung voran. Bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts werden die Turmuhren nahezu nach einem Grundmodell gebaut. Kenner sehen allerdings die verschiedenen Handschriften der Erbauer, wissen ihre Entstehungszeit und die Herkunftslandschaft.
Diese Kirchturmuhr, etwa 1775 geschaffen von Aloysius Fetzler aus Altbreisach, besitzt eine Spindelhemmung mit langem Pendel, ein Stunden- und ein Viertelstundenschlagwerk. Es wird oft vergessen, dass bis Ausgang des vorigen Jahrhunderts hauptsächlich die Turmuhren dem Menschen die Zeit anzeigten, optisch mit dem Zifferblatt und akustisch mit dem Glockenschlag. Die Bewohner des Hochschwarzwaldes werden auch Wäldler genannt. Die Uhrmacherei stand in Nürnberg, Augsburg, Ulm und Straßburg bereits 200 Jahre früher in Hochblüte. Dort gab es eine eigene Zunft. Als die Schwarzwälder mit dem Uhrenbau begannen, waren es vorwiegend soziale Gründe, die sie dazu trieben. Denn der strenge Winter hier in Höhen zwischen 800 bis 1200 Metern zieht sich oft bis in den Mai hinein. So mussten sie die lange Winterzeit durch eine neue Arbeit überbrücken. Anfänglich stellten bäuerliche Familien Uhren her, später die Häusler, so nennt man die erstgeborenen Bauernsöhne. Das hier geltende Erbrecht begünstigt den jüngsten Sohn. Er übernahm den Hof. Die Häusler erhielten ein abgelegenes Grundstück, wo sie mit wenigen Äckern existieren mussten. Vielen von ihnen gelang es, mit der Herstellung von Uhren sich eine neue Existenz zu schaffen. Uhrenmännle heißen diese bunten, lustigen Schaufensterfiguren der Schwarzwälder Uhrenhändler. Auf dem Bauch und auf dem Rücken tragen sie je eine Schilderuhr mit einem eingebauten Taschenuhrwerk. Und so erinnern sie an den schwungvollen Handel, den die Schwarzwälder begannen. Diese Uhr sollte beispielsweise in die Türkei gehen. Unter Schwarzwalduhren versteht man Schilderuhren. Die Schildermaler entwickelten eine reiche Volkskunst. Thank you.
Zur Kunstgeschichte der Uhr zählen auch bemerkenswerte Exemplare aus dem Schwarzwald. Diese Flötenuhr mit vergoldetem Schild schnitzte Matthias Faller um 1790. Das Musikwerk rüstete er mit 32 Flöten und 7 gespeicherten Melodien aus. Im Kloster St. Peter entstand diese astronomische Weltzeituhr mit einem Barockschild, ebenfalls von Matthias Faller geschnitzt. Die Uhr selbst konstruierte Thaddäus Rinderle im Jahre 1787. Ein herausragendes Beispiel Schwarzwälder Barocks. Der Bildhauer Philemon Rombach schnitzte diese Prunkpendule im Stile des Rokoko und erwarb mit diesem Werk auf der Weltausstellung 1900 in Paris die Goldmedaille. Im Biedermeier entstand eine Fülle von Wanduhren. 2 Porzellansäulen gelten als typische Merkmale. Später werden sie durch Holzsäulen ersetzt. Nach und nach verdrängt in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die aufkommende Uhrenindustrie die kleinen Familienbetriebe. Ein Strukturwandel, der jedoch vielen Menschen Arbeit und Brot bringt. Das Uhrenmuseum in Furtwangen sammelte von vielen Herstellern diese Uhren. Im Typ ähneln sie sich alle. An dieser Museumswand wird sehr deutlich, dass jeder Uhrenbauer im Schwarzwald seinen eigenen Kopf hat. Aus der Zeit des Jugendstils diese schöne Arbeit, leider ohne Pendel. Das Gehäuse aus gebeiztem Ahorn umschließt die Uhr mit ihrem versilberten und vergoldeten Zifferblatt. Besonders reizvoll gestaltet das Schild. Zu den Schnitzereien, die alle Stilmerkmale der kurzen Epoche zeigen, gesellt sich eine fantastische Bemalung, die neben den beherrschenden Formen der Zeit ländliche Schwarzwaldszenen nicht vergessen lässt. Eine Arbeit der Furtwanger Gordian Hettig und Sohn aus dem Jahre 1902. Heute werden Werke des Jugendstils gerechter beurteilt, dadurch steigen aber auch die Preise. Eine Jugendstiluhr dieser Qualität findet man nur noch selten im Handel. Durch die Jahrhunderte bis heute verstehen es die Schwarzwälder, die Natur zu nutzen. Nicht nur die reichen Holzbestände, auch die Wasserkraft. In dieser Holzsägemühle im Hexenloch werden immer noch Uhren, meist Kuckucksuhren, gefertigt, genauso wie vor 100 Jahren. Das Wasser treibt die großen Räder, diese wiederum die Sägebänder an. Alle Holzteile der Uhr werden hier gefertigt. Die Kuckucksuhr, ein Schwarzwälder Phänomen. Der scheue Vogel mit dem vielfältig gedeuteten Ruf, hier erhielt er ein Denkmal besonderer Art. Thank you.
Dieser Kuckuck ruft nicht mehr. Die Uhr mit dem hölzernen Uhrwerk zählt zu den ältesten Kuckucksuhren, mit Stundenschlag auf Glocke und Kuckucksruf angelegt. Links und rechts je ein Blasebalg über zwei gedeckten Pfeifen, die den Kuckucksruf erzeugen. Dies ist das ganze Geheimnis. Die Uhr mit einer Höhe von 46 cm entstand 1760. Auffällig das schöne Zifferblatt, das bereits zwei Zeiger aufweist und einen Minutenring. Einfallsreich auch diese Nachtwächter-Kontrolluhr. Eine der ersten Stechuhren, die von außen bedient wurde. Im Innern des Hauses drückte ein Hebel auf den Tastenkranz, der so die Zeit der Kontrollgänge des Nachtwächters festhielt. Die Bahnhäusle-Uhren des Schwarzwaldes stammen aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, vielfach schon maschinell gefertigt, man bemalte nur besondere Einzelstücke. Hier tritt der deftige Humor der Weltler-Uhrmacher zutage, ebenso in der Vielzahl der Männle-Uhren, bei denen sich ständig etwas bewegt. Um 12 Uhr schlägt noch einmal die schöne, äußerlich schlichte Dielenuhr. Eine Musikuhr, genauer eine Flötenuhr, die 9 Musikstücke spielen kann. Von den vielen Varianten, 100 verschiedene Uhrenbezeichnungen haben wir gefunden, trafen wir eine kleine Auswahl, um die Geschichte der Schwarzwalduhren zu erzählen. Uns begegneten handwerkliche Meisterstücke, Brauchtum und Volkskunst. Dass technischer Erfindergeist Menschen auch Freude bereiten, sie zumindest zum Schmunzeln bringen kann, hatten wir fast vergessen. Thank you.
Thank you.